Was kann ich eigentlich machen, wenn ich in Corona nicht Technik trainieren kann? Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video im Volleyball-Trainer-Portal. Wir wollen euch heute eine Sache vorstellen, wie man trotz Lockdown vielleicht doch ein bisschen Technik trainieren kann und ein bisschen Erfahrung austauschen, wie das eigentlich machbar ist, umsetzbar ist, wie viel Zeit das kostet und so weiter. Also seid gespannt bei diesem ersten Video. Auf geht's! Ja, die Frage hat, glaube ich, einige Trainer auch schon in letzter Zeit herumgetrieben. Wie kann man jetzt während des Lockdowns überhaupt Techniktraining machen? Viele haben solche Alternativen oder Möglichkeiten genutzt wie Zoom, Skype oder sonstige Online-Meetings. Was dort sehr gut machbar ist, sind natürlich Krafttrainingseinheiten, aber Technik ist meistens problematisch. Skype-Verbindung ist nicht gut genug, man kann nicht viel erkennen, man hat kleine Bildschirme. Aber wie kann ich jetzt trotzdem diese Zeit auch nutzen, um Technik zu trainieren? Und dazu möchte ich euch eine gute Möglichkeit vorstellen und euch dazu auch meine Erfahrung berichten. Die Grundidee war zu sagen, unsere Kinder sollen regelmäßig einmal pro Woche Videos zuschicken und kriegen die Videos dann am Ende der Woche zurück, haben dann Zeit, das Ganze neu zu üben, neu aufzunehmen und schicken dann wieder Videos zurück. Das ist die Grundidee, eigentlich ganz einfach, denn jeder hat zu Hause ein Handy und ein bisschen Platz. Wobei, naja, der Platz, das war manchmal so eine Sache, aber dazu später mehr. Es lief dann so ab, dass wir den Mädels das in einem initialen Skype-Meeting erzählt haben, haben gesagt, okay, wir wollen, dass ihr auch während der Corona-Pandemie, während des Lockdowns die Möglichkeit habt, euch technisch weiterzuentwickeln, und dafür die einzig uns sinnvolle Möglichkeit war, dass sie uns Videos zusenden von verschiedenen Techniken und wir sie dann eben korrigiert, bewertet zurückschicken. Dabei haben wir jetzt bei den Jüngeren das einmal gemacht und auch bei den Älteren. Bei den Älteren wollten wir einmal die Blockbewegung haben, dann den Angriffsschlag aus der Bewegung und dann den sogenannten Baggerstern. Das ist bei uns im Verein eine Übung, wo man verschiedene Baggertechniken anwenden muss in der Annahme. Ja, mit diesen Infos sind alles Dinge, die den Kindern bekannt waren, haben wir dann gestartet und haben gesagt, ihr habt jetzt bis Mittwoch Zeit und sollt erstmal ein Video schicken, wo ihr diese Technik möglichst genau macht. Das heißt, dass ihr auch sagen würdet, ja, damit bin ich jetzt voll zufrieden, beziehungsweise das ist das, was ich jetzt wirklich als Resultat abgeben würde und bewertet haben möchte. Damit man dann in der nächsten Woche darauf aufbauen und das noch besser machen kann. Das hat auch soweit ganz gut funktioniert. Eine Sache ist bloß ganz wichtig, die sollte man nicht vergessen, und das ist die Zeit. Habe ich ein bisschen unterschätzt. Grundsätzlich hatten die Mädels eine Deadline, sie sollten die Videos bis Donnerstagabend einschicken. Das haben auch die meisten gemacht. Ich würde sagen, ungefähr 80% waren tatsächlich dann pünktlich. Es gab noch ein paar, die das später nachgereicht haben. Die haben dann aber vorher informiert, dass es zum Beispiel technische Probleme gab. Allerdings muss man dazu sagen, es erfordert doch einen recht hohen organisatorischen Aufwand, diese Videos auch zu verwalten, weil der Chatverlauf dann ungefähr so aussieht. Alles voller Videos und es ist schwierig, da die Übersicht zu behalten, weil natürlich die Videos zu unterschiedlichen Zeiten eingehen. Ich habe es so gemacht, dass ich nach jedem Video, wenn ich das auf meine Festplatte kopiert habe, dann nochmal Danke geschrieben habe. So war das ein Haken und ich wusste, dass ich das Video schon habe. Dadurch, dass wir insgesamt bis zu 30 Kinder in der U16 haben, war es tatsächlich schwierig, das Ganze zu koordinieren, ging dann aber auch irgendwie. Aber muss ich darauf einstellen, dass diverse andere WhatsApp-Nachrichten dann durchaus weiter runterrutschen und man das nicht mehr wirklich lesen kann. Gut, aber das ist jetzt Kleinkram. Im Wesentlichen hat das Ganze sehr gut funktioniert und ich kann das nur empfehlen. Interessant war dann aber die Videoqualität, denn die hat sich natürlich deutlich unterschieden. Wir haben Videos, wo es sehr, sehr dunkel war und sehr schwierig zu erkennen war, welche Bewegungen da ausgeführt wurden. Was natürlich auch daran lag, dass wir mittlerweile im Herbst-Winter sind und von daher es natürlich schon früh dunkel wird und die Kinder auch nur zu bestimmten Zeiten überhaupt die Zeit gefunden haben, was zu machen. Andererseits war es so, dass teilweise die Kameraeinstellungen total suboptimal waren, teilweise auch die Bewegungen dann außerhalb der Kamera waren, dass die Kinder aber irgendwie nicht gemerkt haben. Das war auch teilweise problematisch, weil man dadurch ja gar nichts sehen kann. Und insgesamt war der Kamerawinkel auch äußerst problematisch. Das heißt, manchmal war es einfach nicht möglich, aus einer bestimmten Perspektive dann die richtigen Bewegungen erkennen zu können, weil die Kamera in so einem Winkel stand, dass es nicht möglich war. Zum Beispiel viel zu weit unten, viel zu weit oben oder auch nicht sozusagen in der Bewegungsrichtung. Dazu nochmal der Hinweis auf unsere Webseite, denn dort findet ihr einen Artikel zum Korrekturverhalten und damit auch deutlich, was zu beachten gibt, wenn man Korrekturstandpunkte sucht. Ja, und so war es dann auch bei den Videos. Wir haben dann diese Punkte an die Mädels weitergegeben. So kamen die nächsten Videos dann mit deutlich besserer Blickwinkelqualität und damit war es einfacher, das Ganze zu beurteilen. Jetzt waren also die meisten Videos zumindest da, alle waren abgespeichert und jetzt war die Arbeit für den Trainer da. Und darüber möchte ich euch ein bisschen berichten. Zunächst mal zum Setup, das heißt, wie haben wir das Ganze technisch probiert umzusetzen. Ja, ich habe das Ganze hier an meinem Computer aufgenommen mit zum Glück mehreren Monitoren, ist aber kein
Als Programm habe ich OBS Studio verwendet. Das ist eine kostenlose Software, mit der man ganz verschiedene Sachen machen kann. Vor allen Dingen aber Bildschirmaufnahmen, aber auch Streaming, also ganz, ganz verschiedene Sachen. Schaut einfach in die Videobeschreibung, dort haben wir nochmal einen Link zu OBS Studio gepackt. Trotzdem denke ich, dass es auch, und da könnt ihr gerne was in die Kommentare schreiben, einfachere Programme gibt, die man hier nutzen kann. Als zusätzliches Tool habe ich mir dann noch Pointer Focus geholt. Das ist ein Tool, mit dem man auf dem Video auch zeichnen kann. Das lässt sich relativ leicht bedienen, ist zwar kostenpflichtig, aber die kostenlose Version kann man trotzdem nutzen, um Markierungen zu machen. Ja, so sieht das dann im Endeffekt aus. Das ist mal so ein Beispiel Video. Hier habe ich das entsprechend kommentiert, auch markiert und das dann den entsprechenden Kindern geschickt. Ja, und letztlich muss man das Ganze nur noch aufnehmen. Ja, was heißt nur noch? Ich muss schon sagen, jetzt rückblickend war es ganz schön anstrengend. Es geht auf die Stimme. Man ist schon K.O. danach und ich habe mir dann angewöhnt, das Ganze zerteilter zu machen, weil es doch relativ lange gedauert hat. Natürlich könnt ihr jetzt auch schauen, was ihr für technische Möglichkeiten habt. Die einen haben mehr technische Möglichkeiten, aber auch durch Erklärung oder durch Zeichnung kann man sehr, sehr gut Hinweise geben. Also seid da kreativ und schreibt doch mal gerne, wie ihr sowas umsetzen würdet oder vielleicht sogar umgesetzt habt und was ihr damit für Erfahrungen gemacht habt. Ja, apropos Erfahrung, kommen wir zum Fazit. Also erstmal muss ich sagen, dass es eine super Erfahrung war, sowas mal online auszuprobieren und ich muss sagen, dass ich insgesamt sehr zufrieden bin. Wenn man sich die Videos so angeschaut hat, hat man gesehen, dass die meisten sich deutlich verbessert haben, sich auch jedenfalls Mühe gegeben haben. Und ich denke, wenn man das über eine längere Zeit macht, ist es durchaus auch effektiv, noch im Lockdown etwas zu verändern, zu verbessern und zu trainieren. Wenn also die Halle gesperrt ist, ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit, die man in Erwägung ziehen sollte. Und viel mehr Zeitaufwand ist es nicht. Warum? Also insgesamt waren es etwa 40 bis 50 Videos. Das hat immer ein bisschen zwischen den Wochen gependelt, die wöchentlich eben eingeschickt worden sind. Aber das sind Videos aus insgesamt 3 Teams. Das heißt, wir hatten eine jüngere Mannschaft, bei denen nicht alle, ungefähr die Hälfte nur die Videos zugeschickt haben. Und dann U16, da hatten wir insgesamt 2 Teams, die die Videos eingeschickt haben. Von daher war das eine relativ große Zahl, also 3 Teams. Wenn man dann einmal den Workflow hat, funktioniert es auch ganz gut, dass man die Videos hintereinander machen kann. One Cut sozusagen, ohne zusätzliche Versuche zu brauchen. Und das ist natürlich ziemlich hilfreich. Das heißt, man macht einmal die Kamera an, die Bildschirmaufnahme startet man dann. Und dann kann man einmal die ungefähr 7 Minuten waren dann immer die Antwortvideos durchziehen und ist danach fertig. In der Theorie, es gab noch kleine Probleme, von denen berichte ich gleich. Von daher ist es gar nicht so ein Zeitfresser, wenn man bedenkt, dass die meisten Teams 2 bis 3 Mal die Woche Training haben, ungefähr 1,5 bis 2 Stunden. Für diese 45 Videos saß ich allerdings ungefähr 6 bis 7 Stunden und das ist schon allerhand, wenn man nicht, wie ich jetzt in dem Fall, glücklicherweise eine Vollzeitstelle als Trainer hat. Aber man muss natürlich bedenken, das ist für 3 Teams gewesen und ich werde auch gleich noch sagen, was man machen kann, damit diese Zeit deutlich schrumpft. Ja, insgesamt war das Feedback insbesondere von den jüngeren Kindern auch sehr positiv. Die haben das probiert sehr gut anzunehmen und haben das auch geschrieben. Also auch die Eltern waren da sehr zufrieden, weil es auch zeigt, dass sich der Verein Gedanken macht. Einerseits, er erzwingt kein Präsenztraining oder irgendwelche anderen Trainingsformen. Man probiert auch zusätzlich an der Technik zu arbeiten, was wie gesagt im häuslichen Kontext sehr gut möglich ist. Und man ist trotzdem in irgendeiner Form verbunden mit dem Verein und kriegt auch persönliches Feedback, was bei den meisten sehr, sehr gut ankommt. Ja, kommen wir jetzt aber zu ein paar, Stolpersteinen, die einem noch so über den Weg gelaufen sind. Und davon gab es schon einige. Erstens, ich hatte schon erwähnt, es ist super schwierig, diese Videos zu koordinieren, weil es wirklich sehr, sehr viele Videos sind, die über verschiedene Zeiträume bei einem eingehen. Ich würde deswegen empfehlen, dass man sich wirklich einen festen Termin setzt, eine Deadline. Das haben wir jetzt auch gemacht, deswegen war es ganz gut machbar. Und zu dieser Deadline müssen dann alle Videos da sein, damit man nur einmal sich hinsetzen muss und die ganzen Videos und WhatsApp-Chats und Nachrichten durchgeht, um die richtige zu finden. Noch ein Stolperstein, wie ich es gerade schon erwähnt habe, war auf jeden Fall die Länge der Videos. Es hat super lange gedauert, die anzuschauen. Ein zweites Problem war die Länge der Videos, wie ich schon gerade gesagt habe. Es hat sehr, sehr lange gedauert, alles anzuschauen. Wobei das Problem leicht zu lösen ist, zwar nur übermütig zu denken, dass man 3 verschiedene Techniken anschauen kann. Ich würde deswegen empfehlen, dass man es vielleicht auf 1 bis 2 maximal beschränkt. Da spart man schon mal ganz, ganz viel Zeit und hat mehr Zeit, sich den anderen Videos mehr zu widmen und spart natürlich insgesamt auch einen enormen Aufwand, weil man weniger Videos anzuschauen hat. Ein dritter Punkt betrifft die
der Punkt betrifft, was eigentlich. Ein drittes Problem, was durchaus auch zu beachten ist, ist folgendes. Wenn man das Ganze mit OBS Studio aufnimmt, hat man durchaus relativ große Dateien, die man dann nicht mit WhatsApp verschicken kann. Und das war auch ein ganz, ganz großer Stolperstein, der aufgetreten ist, der nicht so leicht zu lösen war. In dem Fall hatte ich den Vorteil, dass ich mit Adobe Media Encoder das Ganze sehr, sehr gut komprimieren konnte und dadurch die Dateien unter die 64 Megabyte Grenze von WhatsApp bringen konnte. Aber es gibt durchaus auch Online-Möglichkeiten, das Ganze kostenlos zu komprimieren. Aber das sind halt nochmal 45 Videos, die man komprimieren muss. Ja, und das kann dauern. Sollte man beachten. Natürlich kann man auch in OBS Studio schon von vornherein die Voreinstellung so wählen, dass die Dateien sehr klein sind. Aber im Einzelfall lässt sich das meistens nicht vermeiden, dass es doch relativ große Dateien sind, die entstehen, gerade wenn man so um die 7 Minuten erzählt. Aber das Problem kann sich natürlich auch schon von alleine lösen, wenn man weniger Videos anzuschauen hat, beziehungsweise die Videolängen deutlich geringer sind. Ja, was ist also das Fazit aus diesen 2 Wochen versetzten Online-Training? Ich muss sagen, für mich haben die Vorteile überwogen. In keiner Weise ist es derzeit online möglich, zeitgleich, also synchron miteinander ein Techniktraining zu machen, weil dadurch einfach verschiedenste Programme noch zu schlechte Qualitäten haben und zusätzlich auch die Kinder oftmals Probleme hatten, am Online-Training live teilzunehmen, weil es teilweise auf Dörfern schlechte Internetverbindungen gibt oder teilweise die Familie auch nur ein begrenztes Datenvolumen hatte. Von daher ist diese zeitversetzte Möglichkeit natürlich die Chance auch für diejenigen, trotzdem vom Techniktraining zu profitieren. Für Krafttraining eignet sich natürlich diese Online-Variante gut, weil man zu einem bestimmten Zeitpunkt auch gezwungen ist, diese Übung durchzuführen. Das heißt, für Krafttrainings oder Athletiktrainings im Allgemeinen oder natürlich auch für unsere Koordinationsworkouts, da empfiehlt es sich natürlich, dass man das Ganze auch live macht. Das ist ohne Probleme möglich, in der Regel. Aber für Techniktraining ist die Bildqualität einfach zu schlecht. Von daher muss man einfach auf ein asynchrones, also zeitverzögertes Format umsteigen. So, da wir noch nicht wissen, wie lange Lockdown und andere Einschränkungen anhalten werden, würden wir nur ganz groß empfehlen, auch diese Möglichkeit anzuwenden, damit wir auch unsere Sportlerinnen in diesen schweren Zeiten weiter trainieren können. Ja, vielen Dank fürs Anschauen von diesem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen und gebt gerne mal Feedback, ob ihr mehr solcher Videos haben wollt und wenn ja, zu welchen Themen. Bis bald.